das war eminent wichtig, weil die erste Halbzeit ist nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Die zweite Halbzeit war eine deutliche Reaktion. Und ich habe es gerade eben auch schon gesagt, dass ich mich oder die Mannschaft sich als moralischer Sieger fühlen kann. Das ist, wir waren dem Führungsserver einfach näher dran. Und für mich bleibt der letzte Eindruck immer hängen bei so einem Spiel. Und von daher bin ich mit einem richtig guten Gefühl aus dem Spiel raus. Und ich hoffe natürlich, dass wir das am Samstag gegen Eichstätt auch mitnehmen können. Diese Euphorie ist es nicht ganz, aber dieses gute Gefühl gegen einen richtig guten Gegner dagegen gehalten zu haben, auch nicht nur spielerisch, ne? Stimmt auch spielerisch, aber gerade vom Einsatz und von der Laufbereitschaft her war es echt eine richtig gute zweite Halbzeit. Mit 16 gespielte Spiele, also meines Wissens ist nach 16 Spieltagen noch keiner aufgestiegen. Von daher war es eben wichtig, da dran zu bleiben. Und schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir da die Punkte ausgeglichen hätten, aber wichtig war, wie gesagt, dran zu bleiben und den Tabellenführer in Schlagdistanz zu haben, um dann auch die nächsten Spiele vielleicht zu verkürzen, beziehungsweise näher ranzukommen und den Anschluss natürlich nicht zu verlieren. Wir sind schwierig in die Saison gekommen, aber trotzdem eine sehr kompakte Mannschaft, die gut verteidigt, sehr gut verteidigt, gerade zu Hause. Und vorne natürlich einen Stürmer hat, der seit Jahren weiß, wo das Tor steht und da natürlich auch immer brandgefährlich ist. Also das ist schon ein bisschen diese Art Lebensversicherung von Eichstätt, der Stürmer vorne drin. Und ja, wir wissen, wie schwer es ist. Wir haben letztes Jahr in der Nachspielzeit erst gewonnen, war ein sehr umkämpftes und hartes Spiel. Von daher weiß, glaube ich, jeder in der Mannschaft, um was es da geht, speziell auch gegen den Gegner. Wir sind einfach gefordert, jetzt die guten Leistungen und das gute Gefühl aus dem Montagsspiel einfach mitzunehmen, zu transportieren in das Spiel nach Eichstätt. Das ist so eine mentale Sache, ich habe gerade auch schon gesagt, wenn es bei uns läuft, 90 Minuten oder das Spiel nach unseren Vorstellungen verläuft, dann sind wir richtig stark, dann können wir auch viele Gegner an die Wand spielen, beziehungsweise viele Torchancen kreieren und auch Tore schießen. Wir müssen uns dahingehend verbessern in Spielen, wo es vermeintlich nicht so gut läuft, da den Schalter umzulegen, um über die Laufbereitschaft, Einsatz, Zweikampf, Mentalität da ins Spiel zu kommen. Und in dieser Liga ist es eben ausschlaggebend. Es ist selten, dass wir eine Mannschaft vorfinden werden als Gegner, die uns dann spielen lässt und sagt, okay, heute sind wir einfach schlechter. Das wird in den wenigsten Fällen passieren. Deswegen muss man gewappnet sein und wissen, was auf einen zukommt. Und die anderen Mannschaften möchten am liebsten immer den ersten und den zweiten schlagen. Das ist in dieser Liga noch extremer wie woanders vielleicht. Von daher müssen wir da einfach zulegen, um keinen Gegner zu unterschätzen und das Spiel auch von der ersten Sekunde, ersten Minute auch so zu gestalten, dass es keine Frage gibt, wer hier die bessere Mannschaft bzw. den größeren Einsatz zeigt. Ja, spielerisch ist es schon so, dass wir da auf verschiedene Charaktere bzw. verschiedene Spielertypen Ausschau gehalten haben, die auch bekommen haben. Man muss natürlich auch festhalten, dass die meisten von den Neuzugängen natürlich auch andere Voraussetzungen hatten im letzten Jahr, haben gegen Abstieg gespielt. Das ist natürlich was ganz anderes, ums Überleben nach unten zu kämpfen, wie um Meisterschaften, Titel nach oben zu spielen und Woche für Woche sich beweisen zu müssen, um zu sagen, okay, jeder der gegnerischen Mannschaften sieht uns als besser ein oder stuft uns als besser ein und deswegen geben wir ein bisschen mehr Gas. Das ist ein grundlegendes anderes Fußballspiel. Von daher vom Spielerischen und vom Potenzial finde ich, haben eigentlich der Großteil sehr gut gemacht, auch die zurückliegenden Spiele. Fußball sind wir einfach gut. Jetzt gilt es einfach noch ein bisschen diese Mentalität, dieses Bewusstsein, dass wir eine Mannschaft sind, die andere Ziele haben wie vielleicht 14 andere Mannschaften in der Liga. Und das muss man dann einfach noch im Auftreten, im Selbstbewusstsein, im Spiel mit Ball, gegen den Ball, muss man es einfach merken, dass da einfach eine andere Zielsetzung im Verein herrscht.